Musik fürs Herz. Radio Melodie. Bei mir zu Gast habe ich heute Superhorn, den Walti Sigrist und den Heli Kumpusch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr vorbei können kommen. Ein ganz neues Album, eine Kombination eigentlich, eine musikalische Kombination, Trompete und Alphorn. Wie sind ihr drauf gekommen? Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, wo wir zusammen arbeiten, oder? Oder wie ist das? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also, zuerst mal danke für die Einladung, Werner. Wir freuen uns natürlich, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Und wir haben ausgemacht, dass wir nicht Mundart reden. Das ist schon mal ganz wichtig. Die Kombination Alphorn-Trompete oder Trompete-Alphorn, wie man so will, in der Reihenfolge, ist ganz lustig gewesen, dass wir auf das gekommen sind. Ursprünglich war der Gedanke, weil der Walti war bei mir im Studio und dann haben wir einen Titel gemacht, das Wahrzeichen der Schweiz damals, das war die erste Nummer, und dort sind zwei Alphörner vorgesehen. Dann sagt der Walti, wir könnten das doch miteinander machen. So, ja gut, dann ist der mit dem Gastgeschenk, sprich Alphorn, angereist. Und ich habe mit dem Alphorn angefangen zu spielen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Alphorn ohne spielen will und das lange Teil um einen Anträger. Trompete ist für mich viel cooler, weil das ist eigentlich mein studiertes Instrument. Und dann hat man eigentlich gemerkt, das ist ja noch viel spezieller, wenn man statt mit zwei Alphörnern, was ja viele spielen, die ganzen Alphorn-Gruppen und wie es alle gibt, zwei, dritte, vierte, fünfte. Und dann haben wir gesehen, eigentlich ist das ganz speziell, wenn man Alphorn und Trompete oder Alphorn und Jazzflügel kombiniert. Das gibt einen ganz eigenen Sound und das ist noch besonderer als wir bloß mit zwei Alphörnern. Ganz egal, was für Musik wir jetzt machen, aber so hat sich das entwickelt. Es war nicht gleich die erste Idee, die erste war mit zwei Alphörnern und dann kurz darauf haben wir einfach gesagt, nein, das andere ist besser, weil das ist meine Passion und er spielt perfektes Alphorn und so hat sich das so ergeben, Gott sei Dank. Gibt es sich musikalisch wahrscheinlich auch ein bisschen mehr? Das Alphorn ist ja von den Tönen her eigentlich ein bisschen beschränkt und Trompete dann nicht. Da kann man natürlich dann gewisse Sachen machen, die man nur mit zwei Alphorn nicht könnte. Oder wechselst du dann dauernd das Alphorn je nach Tonart oder je nach Tonart? Nein, das wechsle ich nicht. Das Alphorn ist eigentlich immer gleich. Aber du hast recht, mit dem Alphorn kann man ja nur Naturtöne spielen. Das sind 14, 15 Töne, wenn man routiniert ist. Und mit der Trompete kann man natürlich das schon. Haben wir es ja alle so gemacht. Entweder spielt das Alphorn ein wunderschönes Thema und die Trompete soliert drüber oder umgekehrt. Und da haben wir Sachen, ich glaube, das kann man schon sagen, herausgefunden, wo wir selber nicht gewusst haben, wie das funktioniert. Und darum ist es auch so ein spezielles Album, was eigentlich, ich glaube, ich darf das sagen, was es bis jetzt noch nie gegeben hat in dieser Art. Ganz genau. Und dann muss man natürlich eben auf die Musik kommen, oder? Also da haben wir wahrscheinlich... Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie nur eigene Kompositionen oder Neuentwicklungen, sogar, kann man fast sagen, genommen? Oder haben Sie da auch auf Bestehendes zurückgegriffen? Nein, auf dem Album sind alles eigene Songs und also neue Songs, eigene Melodien. Und es ist ja so, die Musik haben immer wir zwei gemacht, miteinander. Mhm. Und den Text hat Franz Brachner gemacht, das ist ein ganz versierter Texter. Ja. Und bei Bar Songs habe ich noch den Text dazu gemacht, aber es sind alles ganz neue Songs. Neue Songs. Alphörner, ich habe es vorher angesprochen, du hast gesagt, du spielst immer mit dem gleichen, aber du hast, glaube ich, verschiedene und auch ganz besonders lange, kann ich mich erinnern. Das kommt ja noch dazu. Klar, zum Alphorn gibt es mal Folgendes zu sagen. Je nachdem, ich bin auch in Asien unterwegs und dort müssen wir natürlich Schweizer Folklore präsentieren. Zum Teil natürlich machen wir am Schluss auch noch ein bisschen Blues und noch ein bisschen Reggae dazu. Das passt dann auch schon gut. Aber ich sage jetzt nicht das, wenn ich mit einem Schweizer Örgeli zusammenspiele, dann muss ich Ass spielen. Wir spielen jetzt auf G und die traditionellen spielen auf Gess und Konzertstimmen sind alle auf F. Die habe ich alle. Muss ich einfach das Horn verlängern oder verkürzen. Aber was du hast wollen sagen, natürlich ich darf auch noch das grösste Alphorn haben auf der Welt. Ja. Und das ist das Basishorn, ist 14 Meter. Und mit dem sind wir unterwegs und das spielen wir auch. Mit dem kann man dann wieder alles spielen, weil die spielt Naturtöne grundsätzlich keine Rolle mehr. Und das Horn, das kann man noch verlängern bis auf 47 Meter, kann man auch noch spielen. Und
So ist es eingetragen im Guinness-Buch der Weltrekorde. Noch ein Problem ist, wenn man mit dem ganz langen spielt, dann hört man es eine Viertelstunde später, wenn man reinblasst. Ja. Oder das Studio muss gross sein oder die Bühne noch grösser. Also, das ist ja, ja bühnenfühlend eigentlich. Ja. Dann schon, oder? Und 10 Leute zum Trägen auf einer Art. Nein, aber da gibt es ja einen Witz. Gell? Du kennst den Unterschied zwischen der Alphorn und Trompete? Nein. Ja, so schon. Ja, grundsätzlich ja, schon. Das Alphorn brennt länger. Aber es gibt, glaube ich, auch jetzt inzwischen Flügelhörner oder so, die zum Teil aus Holzteile drin haben. Da gibt es ja fangs ganz verrückte Sachen. Also, früher hat man zwei, drei Formen gekämpft bei Trompeten. Und inzwischen gibt es ja da die verrücktesten Formen. Ja, das sind so experimentelle Geschichten, mehr oder weniger. Ja. Es hat ja eine Weile also eine Phase gegeben, wo sie mit Holzmundstücken angefangen haben für Trompeten. Oder? Für solche, die jetzt das Material nicht so gut verträgen und gerne Fieberblasen kriegen, hat man gemeint, dann macht man Holzmundstücke und das ist das Rätsellösung. Und das hat man dann auch wieder gehört, weil sich der Lack natürlich geschwind einmal weg ist und dann wird es grusig und was schön. Ja, ich will mir das jetzt nicht genau vorstellen. Zu diesen Mundstückgeschichten gibt es wirklich auch eine Geschichte. In der Schweiz, also ich habe das noch nie gesehen, als einer mit einem Metallmundstock Alphorn spielt. Das ist so etwas von verpönt. Das ist mir gerade abgeschrieben. In Deutschland ist das opportun. Also ich habe es schon ein paar Mal gesehen, dass die mit Posaunenmundstock spielen. Das sind dann meistens klassische Musiker, die Posaunen spielen. Aber in der Schweiz, nein, das geht gar nicht. Das machst du einmal und dann kannst du heimgehen. Ja, das sind dann auch noch Philosophien dahinter, natürlich. Ja. Oder? Vor allem ist es ja, also du hast auch gesagt, Alphorn ist eigentlich traditionell, aber man kann natürlich mit dem Alphorn, spätestens noch Swiss Lady wissen wir das, auch ganz andere Musik machen. Und haben da die Traditionalisten nicht ein bisschen die Probleme, wenn du das moderne Blues oder weiss ich was so machst mit Alphorn? Ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr so schlimm wie auch schon. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich habe vor 15 Jahren habe ich einen Titel rausgegeben. Ich habe in einer Band gespielt und ich wollte einfach etwas Verrücktes machen. Und mit einem Alphorn. Und da hatte ich einen Rapper. Der ist gerade in Luzern unterwegs. Der ist Nummer 1. Der ist von C-Block gekommen, Deutschland. Das war so eine richtige Hardcore-Rapper-Band. Und eine brasilianische Sängerin und zwei brasilianische Tänzerinnen. Das hat einen mächtigen Staub aufgewirbelt. Und wir hatten sogar einen Song, der war in den Schweizer Singlecharts. Das hat natürlich gerade. Das ist ein Club, wie sagt man, ein Club-Show gesehen. So richtig modern mit dem Bass. Der Groove. Oder? Das war ein bisschen heavy gewesen, aber heute jetzt hier. Das, was wir machen, das ist eigentlich so. Ich meine, es gibt andere, die das auch machen. Eliana Burki macht auch ein bisschen Swing-Jazz in diese Richtung. Oder? Und klar, es haben es nicht alle gern, aber die haben ja nie alle gern. Wie ist es auch mit euch, wenn ihr das zweite Projekt gemacht habt, kommt ihr auch so zu zweiten auf die Bühne? Oder kommt da eher selten vor, dass ihr euch von Terminkalender gerne geht? Oder wie ist das? Jawohl, das ist natürlich auch das Ziel, dass man, wenn man so eine aufwendige Geschichte macht, dass man das dann auch live präsentiert. Und das tun wir natürlich vermehrt. Und hier geht es jetzt so richtig los. Wir haben letztes Jahr auch schon diverse Konzerte gespielt miteinander. Und jetzt ist das Album natürlich da und jetzt ist alles stimmig, jetzt ist alles komplett. Und auf hier haben wir schon einige Sachen, die wir jetzt zu zweit bestritten. Und es gibt auch Sachen, die wir zu zweit machen oder mit der ganzen Band dahinter. Und je nachdem, was für eine Dimension es die ganze Geschichte hat, ist ganz klar, dass man das natürlich forcieren will. Das macht unheimlich Spaß. Und wir ergänzen es eigentlich auch super, weil wir grundsätzlich eigentlich dieselbe Anschauung haben. Und musikalisch kommen wir alle beide für irgendwo am anderen Eck daher und dann trifft man sich in der Mitte quasi. Darum haben wir ja auch so Nummer als wie der Blues für dich, wo total cool ist. Ein richtiger fetter Blues und Alphorn Hookline, eine schöne Linie und ich improvisiere mit der Trompete hinter ihnen und spiele dann noch ein Thema und so Zeug. Und das ist eben das Spezielle, wenn man das mit zwei Alphörnern macht, dann sind Asians die ganze Range ist begrenzt und wir müssen halt auch, ich müsste dann als Einzelkämpfer gegen den spielen, oder? Und er gegen mich und das
ja, es wäre halt, hätte nicht die Farbe und die Wirkung, die es so hat. Und das ist eigentlich das Coole der ganzen Geschichte. Und darum, wir, und du hast es ja kurz angesprochen, auf dem Album ist es nicht so, dass wir irgendwie durchgehend das gleiche Programm fahren, mhm, sondern wir haben echt, wie gesagt, einen coolen Blues, eine funkige Nummer haben wir da, wo es richtig ablädt mit einem Slap-Bass. Eine Rap-Nummer, wo der Walti dahin rappt auf Schweizerdeutsch. Und soulige Sachen und bis zum Grüße aus der Schweiz, ein Dschunkler und zwei, drei Disco-Fox-Nummern drin. Und das, das funktioniert super. Ich meine, wir haben oder eine Latino-Nummer ist ohne drauf, sind gerade da. Und es sind da schon zwei Nummern dabei, die in den iTunes-Charts einmal in Kanada und einmal im Deutschen Platz 1 gehabt haben. Ohne, dass wir jetzt da viel Wind gemacht haben, vorab Singles, oder? Und ja, das zeigt eigentlich schon, dass der Werk nicht ganz verkehrt ist. Singen und rappen, haben wir selber gesagt. Geht noch nicht gleichzeitig mit Trompeten spielen oder Alphorn spielen? Oder wie machen wir das? Man muss der eine, alte, eine spielt und der andere singt? Oder wie, ja, das ist ja bei uns auch so. Ich meine, wir haben natürlich nur mit Gesang hauptsächlich, wo dann natürlich nicht unbedingt jetzt Trompete im Vordergrund ist, zum Beispiel vielleicht im Arrangement hinter ihnen, ja, ein paar Filz, aber es ist, Trompete ist natürlich nicht bei jeder Nummer präsent, es muss auch nicht sein. Und Alphorn ist eigentlich fast immer integriert auf irgendeine Form, entweder solistisch oder mit Filz. Oder, also den typischen Alphorn-Sound, den haben wir natürlich bewusst überall strapaziert, sage ich jetzt einmal, und eingebaut. Und eben, wenn wir singen, natürlich, wenn ich singe, zum Beispiel, dann, logisch, kann ich nicht da eine Trompete rauspfeifen, das wäre jetzt vielleicht eine gute Show, aber es sollte nicht gut klingen. Ja, es gibt ja auch solche, die dann zwei oder drei Trompeten gleichzeitig spielen. Das, ja, ich kenne einen Show von Berlin, der hat das gestellt und hat die zusammengeschweißt, eine Gerifiere. Aber der Unterschied von dem zu mir ist, das ist eine typische Berliner Schnauze und die sind so breit. Ich habe gerne nicht so viel Platz für drei Mundstücke. Ja, ja. Das ist mein Problem. Mhm. Und kommt natürlich dann auch, wie gesagt, das ist dann eher Show als, ja, als musikalisch. Das ist jetzt nicht mehr virtuos, oder ja, das ist eher spirituos. Jetzt sind wir, du hast gesagt, schon recht erfolgreich mit den einzelnen Titeln gestartet. Jetzt ist das Album draußen. Ist es noch schwierig, heute Alben überhaupt zu verkaufen? Oder machen Sie das schwergewichtig, downloadmäßig? Das möchte ich noch kurz beantworten, weil das in meinem Bereich fällt. Ja. Es ist so, natürlich, das Thema CD-Presse oder nicht Presse, das ist ja nicht erst seit heute aktuell, ja, sondern seit der ganzen Digitalisierung immer mehr geworden. Es ist so, im Handel ist CD natürlich jetzt nicht mehr der Renner, wie es vor, sage ich mal, vor 20 Jahren war, aber im Live-Betrieb bei Konzerten haben die Leute einfach nicht gern ein schönes Album und einfach, wo man sieht, da hat man sich bemüht, auch mit der Grafik und allem, und eine signierte Geschichte drauf, das ist einfach im Live-Betrieb nach wie vor bei Konzerten und so. Ansonsten haben natürlich viele das Streaming-System im Gerät drin, oder im besten Fall einmal einen Download oder so, und das ist einfach ein Zeichen der Zeit, und ich glaube, in 10 Jahren wird es eh bloß ein Streaming gehen, weil das ist, als wir beim Fernsehen auch, wo man heute mit einem anderen Anbieter, die es halt gibt, oder? Mhm. Ein Abo zahlt und dann kann man halt anschauen, was man will. Und das wird okay, das lässt sich nicht mehr wahrscheinlich bremsen. Und man kommt natürlich da dann quasi weltweit relativ einfach. Oder? Du hast Kanada angesprochen und du hast auch schon auf die fernen Länder angesprochen. Wo bist du alles schon mit dem Alphorn gewesen? Oder was sind die... Du bist schon so viele Orte, ich weiß es. Das stimmt, was sind, ja, was sind die Speziellen, die da geblieben sind oder die etwas Besonderes erlebt haben? Also, ja, wir sind zum Beispiel in Asien, sind wir grob praktisch in jedem Land gesehen und haben die können die Sachen präsentieren. In China speziell bin ich glaube schon 7 oder 8 Mal gesehen. Das sind natürlich Erlebnisse, die du nie... Ich kann ein Beispiel erzählen. Wir sind dort 10 Stunden in den Süden runtergefahren mit dem Zug. Und bei uns war ja hier 2014 China noch als Schwelle lang. Der Örgler sagt zu mir, der fährt sicher mit 150. Er steht vor, ein Display 350, der Zug. Mhm. Und wo wir dort runtergekommen sind, in die Stadt, ist die Stadtverwaltung dort gewesen, so quasi mit den Worten uns begrüßt. So, es ist ja schon noch schön, dass wir so in einer Provinz Ort kommen zu spielen. Sie sind leider eine unbedeutende Kleinstadt hier in China. Sie haben halt nur 7,5 Millionen Einwohner.
Weißt du, ich wollte mit dem sagen, so dicke die dort, oder? Ja, ja, 10 Stunden, das ist für die, wie wir ein Brot holen um eine Ecke. Und das ist, wie wenn du in ein Dörfli rausgingst spielen. Und ja, dort ist einfach alles riesig, wahnsinnig. Mhm. Oder? Peking ist so gross wie der Kanton Zürich, Kanton Aargau, Basel und ein bisschen von der Innerschweiz. Das ist eine Stadt. Ja. Das sind Erlebnisse. Und wir dürfen natürlich 2 oder 3 Mal mit Schweiz Tourismus so eine Tour machen. Da sind wir einfach in allen diesen Ländern gewesen. Klar, das war ziemlich hektisch gewesen, heute oben und dort. Ja. Aber es ist spannend. Und wir sehen einfach ganz andere Welten, wie wir uns gewöhnt sind. Also man muss quasi Musikant werden und dann, wenn es ein bisschen gut geht, dann kommt man rund um die Welt herum. Das hast du auch schon erlebt, Heli, oder nicht? Ja, also bei den Chinesen bin ich nicht gelandet, aber und Spanisch ist mir auch schon viel vorgekommen. Aber nein, ich darf natürlich nicht klagen, aber der Wirkungsbereich ist natürlich eher das deutschsprachige Europa gewesen. Das ist ganz klar mit ein paar Ausrupfern nach Spanien. Aber ja, eben. Das falsche Instrument. Es ist so. Ja. Oder? Hätte ich Alphorn gespielt, dann wäre ich vielleicht im Himmel oder in der Hölle. Ich weiß es auch noch nicht. Nein, summa summarum darf ich sehr zufrieden sein mit meiner Karriere bis jetzt und gibt keinen Grund zum Klagen. Aber darum ist die Symbiose jetzt da oben so cooler, weil man einfach beide schon erklärt, was erreicht haben und einen gewissen Status ist erschafft haben mit viel, viel Mühe und Leid und Arbeit und Rückschläge und Aufstiegen und so. Und darum muss man auch ein bisschen dankbar sein für das, was man schon hat. Und als das, was mir jetzt macht, ist das Freude an der Musik und an der Vielseitigkeit entstanden. Und das werden wir auch so weiter praktizieren natürlich. Und ich glaube, das spürt man auch, wenn man es anlässt, dass man da mit Herzblut geschafft hat und nicht bloß einfach denkt, jetzt macht man irgendwas, dass man was hat. Sondern darum haben wir ja, ich sage mal, eine Entwicklungszeit gehabt. Es war gut 3 Jahre, gewesen, bis das Album fertig war. Ja. Weil man das nicht überrascht und weil man sieht und hört auch, dass einfach eben Programm drin sehr wohl eine Entwicklung stattgefunden hat, weil wo wir die ersten Dinge gemacht haben, haben wir nie gedacht, dass wir für mich eine Reggae-Nummer machen oder eine funkige Nummer mit Alphorn. Dann hat man schon gesagt, in denen geht es nicht ganz gut da oben. Aber eben, und darum ist das so cool gewesen, weil wir das Titel haben und nach die Idee, die er gebracht hat oder ich hatte, irgendwie dann oft einmal aus irgendeiner Zeile, da habe ich gesagt, ich habe da noch was im Hinterkopf, schau mal, was könntest du der machen, dann Bums hat es gemacht, vielmal bei mir, so wie in Initialzündung und die Idee ist schon gestanden. Denn. Und das wäre wahrscheinlich nicht gegangen, weil man gesagt hat, wir ziehen jetzt das am Stück durch, so auf Rahmen 2 Monate oder so, dann wäre das ein Stress gewesen. Und du hast ja auch nicht mehr die kreative Freiheit und die Gedankengänge. Ist einfach so. Das Album heißt das Wahrzeichen der Schweiz. Natürlich das Alphorn gemeint, aber dort das als Vorarlberger, wenn so das Album so heißt, nicht weh. Dass die Österreicher nicht vorkommen quasi. Nein, es tut mir gerne nicht weh, weil ich habe zur Schweiz immer schon ein sehr gutes Naheverhältnis gehabt als Musiker. In der Schweiz schon so viele Konzerte gespielt und in den tollsten Häusern in der Schweiz, von St. Moritz bis Genf, ganz wurscht, oder Lausanne oder Zürich, das spielt alles keine Rolle. Ich glaube, als Musiker darf man da nicht so das Schrankendenken haben. Das ist widerspiegelt auch nicht unsere Offenheit, die wir in der Musik haben, weil Musik ist kulturübergreifend und länderübergreifend und ich glaube, Musik ist auch eine Sache, die Menschen am meisten verbindet. Mit Sport zusammen, sage ich jetzt einmal. Und da gibt es keine politische Schranke und keine menschliche Schranke. Und wie gesagt, ich bin in der Schweiz eigentlich schon so lange auch unterwegs. Und wir Vorarlberger und Schweizer da speziell auch, wir sind ja quasi aus dem gleichen Wasser gewaschen. Und ich mag einfach die Schweiz auch, weil die Leute haben also viel mehr Handschlagqualität und Loyalität und als wir jetzt andere zum Beispiel. Und also es ist auch von der Mentalität her so, dass mir das sehr entgegenkommt. Insofern, ob da jetzt da vorne die Schweizer Kreuz da ist oder so auf einer, ist für mich nicht wichtig. Für mich ist das wichtig, was aus dem Herz rauskommt und aus dem Instrument und aus der Stimme. Und alles andere ist nebensächlich.
Ich kann vielleicht zu dem gerade noch etwas anfügen. Von der verrückten Geschichte, die wir am Anfang gemacht haben. Meine, der Rapper ist ein Angolaner, ja, von Angola, brasilianische Tänzerin und ein Sänger ist aber. Und die Einzigen, die Probleme hatten, sind die Leute unten. Wir hatten doch da oben nie ein Problem gehabt, obwohl jeder komplett anders war. Aber ja, wir hatten ein Ziel gehabt, weißt, Musik möglichst gut präsentieren. Und jeder hat immer probiert, das Beste auf die Bühne zu bringen. Und wir hatten nie ein schlechtes Wort gehabt. Und das sind so verschiedene Leute gewesen. Das war ja unglaublich. Trompete lernt man ja häufig in der Musikschule. Was würdest du empfehlen, wenn jemand findet, ich will Alphorn lernen? Weil der Weg ist von dir aus vielleicht der geschickteste? Also ich hatte gerade so einen Fall gehabt, wo ein ganz junger, für mich ein junger Bub, Alphorn gelernt. Jetzt habe ich mit Musiklehrern mich ein bisschen unterhalten, weil ich dort ein bisschen involviert war. Und die sagen alles das Gleiche. Es ist nicht unbedingt gut, wenn man nur mit Alphorn anfängt. Warum? Es ist ganz einfach zu erklären. Die Töne, dass man Melodien spielen kann, die sind erst im obersten Bereich, auf der obersten Oktave. Oder? Ja. Und da muss einer vier, fünf Jahre spielen, Alphorn, dass er dort rauf kann. Und unten, ich muss noch sagen, die Naturtöne sind sich immer halbieren gegenüber. Unten hat er noch vier Töne, unten noch zwei. Oder am Anfang hat er 3-4 Töne. Das hat mir ein Musiklehrer so erklärt. Und das stimmt genau. Ja. Wenn er jetzt aber Trompete lernt, dann hat er dort unten schon mit dem Tasten schon eine ganze Tonleiter. Er kann schon ganz einfache Kinderlieder zum Beispiel spielen. Und das verleidet einem, wenn er noch 2-3 Töne spielen kann. Und wenn er eine Trompete oder sagt jetzt Posaunen, oder ist ja gleich. Einfach so ein Blasinstrument. Ein Blasinstrument kann spielen, ist er nachher, wenn er es drauf hat, also wenn er es einigermaßen kann, ist er nachher vom Alphorn schnell parat. Und dann kann er die auch schon ein bisschen weiter rauf spielen. Ja. Und das ist schon noch, finde ich auch richtig, dass man sagt, lernen mal die Trompete oder Posaune oder einfach das Blasinstrument, nachher kannst du umsatteln auf Alphorn. Sonst musst du halt 3-4 Jahre mit diesen 3-4 Tönen auskommen. Wie hast du es denn du mit Alphorn spielen? Hast du sicher probiert? Und ja, das Alphorn verfolgt mich eigentlich schon viele Jahre. Und zwar während meinem Musikstudium habe ich bei einer Tanzband gespielt, zum Geld verdienen natürlich. Und die haben damals auch einen Alphorn-Titel gemacht. Von den Mülltalern, wird das quasi Alphorn Zauber. Ja. Und das haben die immer gespielt. Und dann hat man Alphorn gehört und gesagt: Ja, klar, machen wir, ist kein Problem. Und dort da habe ich das Alphorn gespielt. Und das ist dann, ich weiß jetzt nicht, am wievielsten Auftritt von mir ist das dann in Brüche gegangen. Weil ich immer so blöd geworden war, wenn ich reingekommen bin, haben die ein bisschen der Lappe gemacht, oder? So lustig. Das Alphorn über der Schulter und statt dass es so runtergenommen habe, habe ich es einfach so runter mit dem Hebel wird und irgendwann ist dann die Schwachstelle gebrochen und das war zwar lustig bei dem Auftritt und von dort weg nachher habe ich es dann silo und jetzt ist es mit Walter wieder gekommen und es ist natürlich auch so, der Schein trügt, gell? Auch selbst als professioneller Trompeter muss man sich mit dem Alphorn speziell beschäftigen. Mhm. Es ist zwar rein für Technik genau gleich, aber man muss dann auch feststellen, und dort täuscht jetzt ein bisschen die Optik, weil das Alphorn natürlich gestreckt ist, oder? Ein langes Rohr, Trompete ist natürlich nicht ganz so lang, auch wenn man sie auswickelt hat. Aber man spielt Trompete ganz anders vom Drucksystem, vom Zwerchfell, von der Stütze. Und als Trompeter ist man es gewöhnt, wenn man anfährt, gehörig in der Höhe und so, dass man richtig abstützen muss und Schub geht. Und wenn man das beim Alphorn tut, dann hupfen die Töne also wie so Puzzleteile umeinander im Gelände und der tut nichts Gescheites aus. Also man muss sich dort ein bisschen anders einstellen auf das Gerät, damit es funktioniert. Und man muss sich auch damit beschäftigen. Sonst gibt es auch nichts Gescheites, selbst als Profi nicht. Also es ist nicht so, dass man plötzlich die Trompete um und das nicht mehr her. Also schon das Holzmundstück, das andere und die Bohrungen, das Zeug, hat ganz einen anderen, wie soll ich sagen, Widerstand. Mhm. Es ist vielleicht dazu noch zu sagen, weißt du, lange gerade Töne sind einfach zum Spielen beim Alphorn. Also relativ, es ist nicht einfach, aber es ist schon schwierig. Aber wenn man ein bisschen schnelle Passagen spielen und dann sollte jeder Ton noch ansprechen, das ist einfach. Ja, und sauber ist, vor allem. Und sauber muss sein. Genau. Ja. Das ist eine Herausforderung. Also man sagt immer, Alphorn und Geigen ist etwa gleich schwierig zum Spielen. Das sollte man nicht machen. Ich spreche das Wort, weil ich denke immer, Trompete und Geigen ist etwas. er sagt Trompete, ich sage Alphorn. Natürlich sage ich das. Logisch, dann muss man ja. Nein, müssen tut man nicht, aber das ist glaube ich, egal. Es gibt noch etwas anderes zu sagen. Es ist jedes Instrument schwierig, wenn man es in einer Perfektion spielt. Jedes. Ja.
sonst kommt es ja nicht gut raus. Wenn ihr jetzt aufs Album schaut, was sind eure Favoriten drauf? Heute fange ich an. Also, mein Favorit ist jetzt als Musiker der Blues für dich zum Beispiel. Und wenn ich eine zweite Nummer gesungen nie darf, dann ist das Funky Alphorn. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht der Mainstream, aber das ist das, was mir am coolsten finde. Einfach oder? Der Blues, weil wir uns, wie gesagt, nicht duellieren, aber schön ergänzen mit unseren Spezialitäten auf dem Instrument. Und Funky Alphorn, es ist halt, die Nummer fährt einfach ab, wie eine Rakete und ist einfach cool. Oder? So. Das letzte Mal ist es umgekehrt und jetzt darf ich ja den Blues nicht mehr sagen. Aber ich habe noch zwei andere Favoriten, die ich sage im Album. Und das ist einerseits der Zauber von Helvetia und zwar gibt es dort den Grund. Ist ein super Song natürlich. Er ist Nummer 1 gesehen in Kanada. Mhm. Und Lass uns träumen ist auch noch mein Favorit. Er ist Nummer 1 gesehen in Deutschland. Mhm. Also sehr erfolgreich, wenn man das Album wette. Wie kommt man es über? Man kann es überall natürlich downloaden und es ist auch, und das ist ja glaube ich auch nicht selbstverständlich, es ist bei Weltbild und bei... Ja, halt in der ganzen Online-Tools. Man kann auf unsere Webseite gehen und da ist ja gerade ein Plan drauf, wie man es bestellen kann. Man kann es auch bei uns bestellen oder man kann es überall downloaden oder streamen. Wenn man es bei euch bestellt, gibt es dann auch automatisch noch signiert? Selbstverständlich. Mit Briefbombe. Nein, das ist kein Thema. Also wenn jemand direkt bestellt, dann ist das ganz selbstverständlich, dass er eine schöne Widmung kriegt für uns. Und du hast gesagt, auf eurer Webseite, da müssen wir natürlich schon sagen, wie die heisst. Die Webseite ist www.superhorn.ch. Und dort findet man auch alles über deine ja. Spezialitäten, deine das Reisen, über die grossen, kurzen, langen Alphörner, über alles. Eigentlich über alles, ja. Was man noch nicht gesagt, ich mache auch noch mit dem Jazzmusiker Schule und Kulturkonzert. Das ist übrigens, kommt mir jetzt gerade sehen, ist auch noch auf der Webseite. Das ist wieder ganz etwas anderes, aber ist auch wieder ganz eine spannende Situation. Also ich bin gespannt, was in den nächsten Monaten und Wochen, vielleicht sogar langfristig im nächsten Jahr, mit euch zwei noch abgeht. Sind wir auch gespannt, ja. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Merci vielmals für die Einladung. Dankeschön.